In der Tat gibt es viele Vorurteile gegen den Einsatz von Hörgeräten. Diese beruhen aber hauptsächlich auf falschen Vorstellungen. Betroffene stellen sich zum Beispiel vor, dass die Hörgeräte noch immer so groß seien, wie sie einst waren, als ihre Eltern oder Großeltern Hörgeräte trugen. Heute jedoch sind sie viel kleiner und damals war auch ein Problem, da war immer ein lästiges Pfeifen wegen akustischer Rückkopplung. Die Hörgerätetechnik hat enorme Fortschritte gemacht, eigentlich im Gleichschritt mit der elektronischen Revolution insgesamt. Also so wie sich Computer, Internet und Mobiltelefonie entwickelt haben, so haben sich auch Hörgeräte entwickelt. Nur eben meistens sind sich die Leute dessen überhaupt nicht bewusst. Die Digitaltechnik hat es ermöglicht, die Probleme zu beseitigen, die früher gestört haben. Also die Geräte sind sehr viel kleiner geworden und sie pfeifen nicht mehr. Ich kann Ihnen das an meinem eigenen Gerät zeigen. Es ist klein und es pfeift praktisch nicht mehr. Außerdem hat die Digitaltechnik es auch ermöglicht, akustische Richtwirkung, also Richtmikrofontechnik einzuführen, Störschallunterdrückung auch einzuführen. Und zudem ist es auch möglich, die Geräte heute drahtlos an Fernsehen und Telefonie zu koppeln. Also zum einen sind alle Hörgeräte kleiner geworden und sehen einander auch recht ähnlich, so wie auch Autos heute fast alle silbergrau daherkommen. Aber in der Klangqualität gibt es durchaus Unterschiede. Und da lohnt es sich für die Betroffenen auf jeden Fall, dass sie sich die Zeit nehmen und das für sie, für ihre Bedürfnisse am besten geeignete Gerät heraussuchen. Vor 6 Jahren habe ich bemerkt, dass ich sehr schwere Schwierigkeiten hatte mit dem Gehör im Büro und auch zu Hause. Und dann habe ich mich entschlossen, einen Hörtest zu machen. Und der war sehr schlecht bei mir. Ich habe mich dann entschlossen, Hörgeräte zu kaufen. Und seitdem ich die Hörgeräte habe, bin ich sehr, sehr positiv eingestellt. Ich habe vier Programme. Ich habe das normale Programm für Allgemeines, damit ich, wenn ich spazieren gehe, höre ich die Vögel gut. Ich habe ein Programm für Telefon. Ich habe ein Programm, wenn ich ins Theater gehe. Und ich habe ein Programm für im Auto. Ich gebe jedem den Rat, der nicht viel hört und schlecht hört und auch seine Umgebung nicht mehr gut hört, er soll sich so etwas kaufen, weil es gibt es nicht besser, als wenn man die ganze Umwelt hört. Meine Wünsche, dass es so bleibt, dass ich das Hörgerät behalten kann, bis ich nicht mehr lebe.